Super Mario Sunshine, weiter geht's in der ersten Welt. In Piazza Delfino, das ist die Oberwelt und hier sind wir in Monte Bianco. Nieder mit Mutant Tirania. Ich glaube, die war weiter oben in der Mühle. Ich weiß ja nicht, wie viele Insignien es hier gibt pro Level, werden wir noch rausfinden. Kapitel 2 ist das jetzt. Ich glaube, man kann gar nicht eine eigene Reihenfolge auswählen, also einfach mal einen anderen Stern quasi zuerst holen. Es geht hier immer eins nach dem anderen. Werden manche vielleicht negativ sehen. In diesem Fall finde ich es irgendwie ganz hilfreich. Das gibt einem richtungsweisende Tendenzen. Dann muss man sich nicht hier durchirren und hat keine Ahnung. Denn so für mich als Anfänger wirkt das ein bisschen unübersichtlich. Aber das ist nichts Negatives. Das heißt nur, dass man viel rausfinden kann und viel entdecken kann. Warum ist jetzt alles wieder dreckig? Das habe ich doch gerade im letzten Video sauber gemacht. Es gibt immer noch dieses Problem mit der Kamera. Ach, jetzt werde ich da von ihr beschossen. Genau, deswegen ist hier so dreckig. Das zieht sich durchs ganze Spiel, dass hier alles dreckig ist. Die Benutze... Oh, zu spät gelesen, sorry. Und die Kamera verwirrt mich total. Eigentlich kann man sich die ganze Zeit nur drüber über sie beschweren. Aber das ist gerade mein größter Feind, diese Kamera. Ich wollte nochmal kurz auftanken. Ob das jemand glaubt. So. Ah, eine Spinne. Kann ich die eigentlich auch kaputt spritzen? Die Münzen lasse ich mal in Ruhe. Außer die blauen Münzen interessieren mich die gelben jetzt eher weniger. Also interessieren mich generell andere weniger. Kann ich direkt drüber? Jawohl. Hoppala. Das Schöne ist ja, dass dieser Schmutz gar nicht so schnell Schaden macht. Der macht schon irgendwann Schaden, aber man kann schon erstmal reinlaufen und dreckig werden. Und dann hier sich drehen und den wieder loswerden, bevor man Schaden nimmt. Autsch. Ach ja, jetzt weiß ich, an diese Kugeln aus dem ersten Level Mario 64 erinnern mich die. Das wollte ich schon im letzten Video sagen, aber mir kam der Gedanke dann doch nicht. Auch wenn ich ihn irgendwo schon parat hatte. Mhm. Die Frage, können wir das abkürzen? Oder gehen wir erstmal hier nochmal weiter? Ein bisschen Wasser kann ich hier auftanken? Nö. Wenn ich jetzt kein Wasser mehr oben habe, dann habe ich eventuell ein Problem. Da habe ich Glück gehabt. Das ist jetzt unfein. Kann ich vielleicht hier außen rum? Nicht durchcheaten. Kannst du uns mit dem Pflanzenmutanten dort oben helfen? Du bist unsere einzige Hoffnung. Ja, jetzt plötzlich wieder. Vorhin war ich noch der Sündenbock. Ich weiß, dass es nicht angenehm ist. Hilfst du uns? Lau. Aber erstmal hier. Aha. Ja. Kann ich auf dieses Teil drauf? Ich glaube, anders ging das gar nicht. Das wird jetzt eng mit dem Wasser. Er braucht bestimmt ein bisschen mehr als die Gegner bisher. Kamera, was soll denn das? Bleibt immer gerade einfach. Warum immer so hippelig? Kein Ritalin genommen heute? Jetzt bleibt sie mal. Ah, da ist ein... Kann ich die direkt nehmen, die Insigne? Das wäre cool. Ich schnapp mir kurz die Insigne. Oh Mist. Ganz ruhig. Tollen Bikini. Ups. Kommt davon, wenn man so rumschreit. Dann bricht einfach mal der Boden weg. Echt bekannt. Ah, ich habe wieder genug Wasser.
Gut, einfach draufspritzen ist, glaube ich, nicht die Lösung. Man muss hier schon warten, bis es an der Zeit ist dafür. Aber wann? Ah, ich muss es voll laufen lassen. Dann mach's mal auf. Hallo? Du musst schon das Maul auf. Oh, toll, jetzt bewegt sie sich und dann macht sie erst mal. Gib auf den Schleim acht. Was ist da los? Nerv mich nicht, ich muss hier kämpfen. Immer diese guten Ratschläge vom Beifahrersitz, ne? Kennt man ja. Ja, das war schon wieder ein Stück. Ja. Ich wusste erst nicht, wo sie sich hindrehen sollte, weil ich überall mitgelaufen bin. Und jetzt? Stampfattacke, hä? Logisch. Na, wie fühlt sich das an? Wie ein Wasserbauch. Ja, was soll das denn jetzt? Wo willst du denn hinspucken? Ich bin doch gar nicht da. Normalerweise will ein Gegner einen doch treffen. Aber sie weiß genau, dass das auch gleichzeitig ihr Schwachpunkt ist. Na, schnell. Ich habe die Steuerung noch nicht perfekt raus. Aber ich mache mich schon. Oh, jetzt fliegt sie, oder? Kann sie fliegen mit ihren Patsche, mit ihren Blätterarmen? Hehe, eben nicht. Nicht mit diesem Wasserbau. Reicht das schon wieder? Drauf. Drei Schläge, tot. Altbekanntes Muster. Was warst du denn für eine Kreatur? Keine biologische, oder? Das war ja schon chemisch. Bravissimo. Ja, das hatte durchaus seinen Reiz und hat gefordert. Und wenn man bedenkt, es sind die ersten Insignien hier, die ersten Aufgaben und die sind schon gar nicht so leicht. Das ist schon eine Herausforderung im Gegensatz zu Mario 64. Auch wenn das ein paar Sterne hatte, die nicht so leicht waren, aber hier sind halt alle schwer. Gut, man hat mir schon gezeigt, wo es weitergeht. Ich würde jetzt einfach trotzdem nochmal hier reingehen und gucken, ob man da noch was holen kann. Das Bootshaus im Westen der Stadt ist verschwunden. Da kann man die blauen Münzen aber umtauschen. Die hiesige Polizei ist ob des gehäuften Auftretens merkwürdiger Ereignisse in letzter Zeit überfordert und bittet die Bevölkerung um Geduld bei der Aufklärung. Dann bitte doch mal die Politik, dass die euch ein bisschen helfen. Immer auf die Bevölkerung abwälzen. Das Geheimnis der Hügelhöhle. Könnt ihr mir vorstellen, dass es nur drei Aufgaben gibt pro Level. Mal gucken. Bei Super Mario Galaxy sind es, glaube ich, nur zwei Aufgaben. Da sind die Level ja auch winzig. Immer nur so kleine, winzige Abschnitte auf kleinen Planeten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Spiele nicht so gut finde, die Galaxy-Spiele. Aber zumindest den ersten Teil. Den zweiten habe ich selber nie gespielt. Ich glaube, der soll ja ein bisschen besser sein, aber eigentlich nur wegen Yoshi, oder? Hier gibt es, glaube ich, auch Yoshi. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber meistens ist es ja nur so ein Beiwerk. Man hat das ja nicht die ganze Zeit. Nur für einzelne Level mal kurz. Oh, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Hat sich aber nicht gelohnt. Gibt mir ja nichts. Ich helfe nur gegen Gegenleistung. Wenn man mich so behandelt wie so ein Sündenbock, dann schon. Ne? Moment, das war meine Aufgabe. Das Geheimnis der Hügelhöhle. Ja, wo muss ich hin? Mir sagt ja keiner was. Muss ich mit den Leuten reden, die haben bestimmt Ahnung. Bist du der Mützenmann, von dem alle sprechen? Wenn ich meine Mütze ausziehe. Schwer, so ein Teil, hä? In letzter Zeit traf ich hier eine Menge seltsamer Gestalten. Du meinst doch nicht also an mich? Vorsicht. Komm in friedliche Absicht. Aha. Hallo. Ich bin ein Verehrer.
so nichts Besseres zu tun? Also worauf wartest du? What the? So geht du mit Stalkern um, genau so. Kacke, Moment, kann ich das nochmal? Kann ich das für meine Zwecke nutzen? Geil. Aber ich glaube, es bringt mir nichts. Wie ich gerade noch dachte. Das war so typisch, sie läuft so weg, so halb arrogant. Ich dachte, ja, guck mal, ich stalk dich. Guck mal, ich kann dich auch. Jetzt sind wir quitt, jetzt habe ich dich nass gemacht. Oh. Sichern und weiter. Das war jetzt überraschend. Gut, gucken wir weiter, was es hier zu tun gibt. Und ich muss nochmal lesen. Hügelhöhle. Also wir müssen auf irgendeinem Hügel, glaube ich, drauf und da eine Höhle finden. Wäre so meine Theorie. Das ist jetzt halt schwer, so aus dem Nichts quasi rauszufinden, wo man hin muss. Genau das meinte ich vorhin mit unübersichtlich. Aber auf jeden Fall gibt es hier noch was. Vielleicht kann man ja auch einen anderen Stern schon vorher holen. Oh, Kamera, lass mich doch mal... Da muss ich immer öfter diese Ansicht nehmen. Die ist nämlich dann ruhig. Jawohl. Aber ich kann so nicht laufen, leider. Ich kann nur gucken. Gut, gehen wir mal in die Richtung. Ist das ein riesiges Aquädukt? So scheint es fast. Kamera, was ist das? Ich kann nicht normal laufen. Da ist noch... Ah, da war noch eine blaue Münze zu holen. Die habe ich nicht geholt beim letzten Mal. Kommt dann auch jetzt noch. Ach, das kommt einfach wieder nach. Das ist magische Tinte. Habe ich schon 5 und gleich habe ich 6. Aber das nehme ich nicht mehr auf. Okay, das war jetzt nicht sehr passend. Ja, probieren wir es mal hier. Ah, von der anderen Seite kam ich beim letzten Mal. Das ist dann jeweils auf der anderen Seite, damit man laufen muss. Und es nicht direkt bekommt. Bin ich hier eingesperrt? Ich bin hier eingesperrt. Warum tut ihr das? Moment. Machen wir das so. War ich zu langsam, hm? Okay, man muss sogar noch schnell sein. Aber es ist ja einfach auf der anderen Seite. Moment. Schnell, 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 schnell. Wo ist es? War das nicht hier? Oder war ich zu langsam? Jetzt muss ich da wieder hinkommen. Von hier aus nicht. Aber ich denke mal, dieses Wasserrad kann mir da helfen. Kann ich es nicht von oben? Das würde alles natürlich sehr vereinfachen. Wenn das klappt von hier aus. Jawohl, perfekt. Hä, das war doch hier, oder was? Doch auf einer anderen Seite. Bin total verwirrt. Hallo? Wieso geht das nicht? Was haben wir denn hier? Aha. Bringt nur nichts. Da bin ich ja froh, dass bei Wind Waker die Kamera 10-mal besser ist. Da ist noch ein X. Hier kam es dann raus, hm? Irgendwie habe ich die Wand fehlinterpretiert. Jetzt muss ich aber irgendwie auf die Seite kommen. Hm, gut, rote Wand. Merken wir uns einfach rote Wand. Bin auf der anderen Seite, glaube ich, dann raus. Die Glocke kann man bestimmt auch läuten. Och, Mann. Gut, ich muss da nochmal rein. Diesmal bin ich rübergekommen. Muss da kurz nochmal rein. Und das alles für eine blaue Münze. Aber wenn man eben nicht weiß, wo... Wo der Stern ist, wo die Insignie ist. Wo ist denn jetzt die rote Wand? Auf der ganz anderen Seite. Und das hat man komisch angezeigt. Das hat nicht so gewirkt.
muss... Oh, Kamera. Die ist mein größter Feind hier in diesem Spiel. Genau hier. Vielleicht kann ich dieses X auch abwischen. Und dann schnell genug dahin gehen. Perfekt, jetzt aber mal. Danke. Jetzt mache ich das hier nochmal. Vielleicht gibt es da noch eine zweite blaue Münze. Wenn man mal sehen würde. Jedenfalls kann man das nochmal... Aha! Wie oft geht das denn noch? Kann man hier blaue Münzen farmen? Ich bin schon wieder falsch irgendwie. Dieses Rätsel ist zu hoch für mich. Aber dann mache ich es wieder auf die andere Weise. Die hat ja funktioniert. Na, Wasser ist gleich all. Boah, keine Cola mehr. Muss noch ein Stück hier hin. Vielleicht geht das aber jetzt nur andersrum. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, hier sehe ich kein X mehr. Das haben die schon bedacht. Mist. Stört. Vorsicht, Kamera. Lass uns doch Freunde sein, Kamera. Das macht das Leben noch viel einfacher. Wo ist das? Ist doch hier. Danke. Puh, das war eine witzige Aufgabe. Dann können wir uns jetzt mal vielleicht um den Stern kümmern, um die Insignie. Ich muss mich mal festlegen, entweder Stern oder Insignie. Insign. Geh vielleicht nochmal hoch. Das schien ja doch irgendwie gut. Ach so, ich weiß. Ach, da war ich ja schon. Vielleicht ist jetzt die Tür offen. Vielleicht lässt er mich jetzt rein. Der sagt mir bestimmt was dazu. Gut. Kannst du den Eingang zur Hügelhöhle dort drüben sehen? Danke für den Hinweis. Ein bunter Kerl kam heraus und lief unter die Brücke. Vielleicht hat ihn jemand Böses verfolgt. Sehr ärgerlich. Unter die Brücke? Wo? Ich sehe niemanden. Deswegen ist mir das jetzt auch egal. Ich will eigentlich nur in die Hügelhöhle selbst rein. Nur wenn sie... Da ist sie offen. Na also. Es sei denn, es ist so ein Grafikfehler. Ich glaube, den gibt es hier aber nicht mehr. Wenn man sobald man näher rankommt, kommt plötzlich die Tür dazu. Das gab es beim N64, glaube ich. Jetzt ist da plötzlich hier alles geschützt. Wohin? Nö, war noch nicht. Spring, 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 spring! Puh, war das knapp. Der musste sich erstmal hochhangeln wieder an das Seil. Aber die Schilder sind ja doch hilfreich. Dann muss man nicht in jeder Ecke gucken und denkt, dass da vielleicht irgendwas Unscheinbares sich noch befindet. Der Typ ist weg. Mal gucken, was hier ist. Oh oh. Ich weiß. Was das ist? Das sind so Minispiele, oder? So Mini. Die Musik. Die kenne ich noch. Die ist so genial. Das sind so kleine Abschnitte, die man ohne Düse machen muss. Die sind besonders schwer. Ich mag die sehr. Weil die auch nicht leicht sind. Boah, diese Kamera. Wow, die Kamera ist echt übel. Aber ich will nicht über die Kamera ununterbrochen reden. Es gibt doch so viele schöne Elemente hier. Guckt mal, diese tollen abgerundeten Ecken bei den Blöcken. Das ist nicht toll. Aha. Secret. Ich weiß nicht, ob es hier nur ein Insignie oder eine blaue Münze gibt. Doch, da ist hier eine Insignie. Genau, das Leben ist wichtig. Falls man hier runterfliegt, muss man sonst alles neu machen, wenn man kein Leben mehr hat, glaube ich. Oder halt immer wieder herkommen. Ganz ruhig. Ich springe auch gar nicht erst. Das ist mir zu gefährlich. Kriege ich noch ein Leben? Der letzte Abschnitt sieht ja jetzt gar nicht so gefährlich aus. Aber es ist halt immer schlimm, dass man überall runterfliegen kann. Es kann doch nicht normal sein, dass die Kamera so in sich im Kreis die ganze Zeit dreht. Ich kann sie zwar zentrieren hinter mir, aber dann
geht sie automatisch wieder im Kreis. Jetzt hält sie mal kurz still, danke. Oho, einfach mal durchgelaufen und es hat geklappt. Gut, das war auch nicht so schwer. Da hinten gibt es vielleicht noch irgendwelche Secrets, aber wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht sind die auch eine Zierde da. Ich habe keinen Weitsprung leider, deswegen muss ich das so machen, auch ohne die Düse. Jetzt hält die Kamera mal still, ist das schön. Die wissen genau, wer man es braucht. Dann ist es auch. Die wissen genau, dass das eigentlich nervt. Mit der Kamera. Trotzdem haben sie es so gemacht. Egal, geschafft. Bravissimo. Speichern und weiter. Sichern. Ich darf hier nicht speichern. Speichervorgang, okay, dann doch. Gut. Haben wir soweit schon viel geschafft. Und ja gut, das kommt wohl als nächstes. Ich gehe trotzdem noch mal kurz in die Welt und gucke, ob es da noch eine neue Aufgabe gibt. Will ich kurz wissen und ob ich auch die Welt einfach verlassen kann irgendwie. Rückwärts. Da sieht man jeden einzelnen Pixel. So eine schlechte Grafik. Es gibt doch noch das Dorf der Roten... Oh, das gibt's auch wieder. Und das war auch in Mario 64, glaube ich, immer der vierte Stern. Ah, dann ändert sich hier auch ein bisschen was. Macht das ja sowieso. Gut, aber das machen wir dann beim nächsten Mal erst. Kurs verlassen, das geht sogar. Sehr schön. Einiges geschafft heute und jetzt sieht man immer wieder das nächste Ziel, ist aber auch nicht schlecht. Dann weiß man, wo es weitergeht. Und die sitzen da rum und chillen ihr Leben. Jeder auf dieser Insel liebt den Kistenbruch. Springe und drücke in der Luft über der Kiste. Hey, Keybruch, warum probierst du es nicht aus? Weil ich das schon gemacht habe. Mario, hast du dich an den Dreck weg 0817 gewöhnt? Er wird der Strecken von X zu einem Schwebegerät. Ah, danke, das wusste ich ja gar nicht. Cool. Jetzt kann ich schweben. Mehr oder weniger. Gut, machen wir hier Schluss. Kann ich auch das Spiel verlassen? Ich kann nur speichern und ausmachen. Nein, gut, geht doch. Es ist so wohlfühlend. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist die Kamera. Aber sonst ist alles toll. Und dass ich halt nicht im Laufen spritzen kann. Aber das sind Kleinigkeiten, die ich bestimmt in jedem Video jetzt erwähne, wie ich mich kenne. Hoffentlich nicht. Kann ich auch so? Nee, geht nicht. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.